Schwarzwald John hat mit mir trainiert, als wir, bevor wir die Döner getestet haben. Und das Video gucken wir uns jetzt an, ist heute erschienen. Wir machen so 80 bis 90 Wiederholungen. Let's go mit Schwarzwald John und meiner Wenigkeit, beziehungsweise Nillions Wenigkeit. Gepflegte Bodybuilder und Unterhaltung, hier ist Schwarzwald John. Ja, ich bin heute mit meinem Bra hier, die, die William, mein Ex-Coach, er hat mich rausgeschmissen. Du bist raus. Ex-Coach, er ist nicht mehr im Coaching. Aus dem Coaching. Du bist ein fauler Sack, weißt du? Ich brauche keine fauler Sack. Nein, nein, es ist so halt, die meisten Menschen verstehen nichts. Guck mal, die meisten Menschen denken, ich habe William Coaching nichts seriös genannt, weil ich bin nicht diszipliniert oder unmotiviert und das so. Das bist du auch nicht. Nein, Bruder, ich sag dir was. Die meisten Leute, die das sagen, die sollen einfach in meine Schuhe reinkommen. Und gehen. Und gehen. Die verstehen nichts, was manche Menschen in ihrem privaten Leben haben. Weißt du, was ich meine? Aber schon, da muss ich kurz dich in Schutz ziehen. Du hast gut abgenommen. Ja, du hast Der hat sich gut, ohne Witz, John hat sich gut verändert durch das Coaching. Er hat zwar nicht zu 100% alles durchgezogen, aber der hat gut abgespeckt. Der ist in Form gekommen. Da wäre noch viel, viel mehr drin gewesen. John hat eine gute Genetik dafür. Aber es ist halt, er hat andere Prioritäten. Ja, John ist einfach John. John ist kein Bodybuilder, John ist eher so ein Powerbuilder, der mag schwere Gewichte zu bewegen, irgendwelche Rekorde zu knacken. Ja, der legt nicht so einen Wert auf Bodybuilding und ist auch schön und gut. Ja, wir haben das geklärt, er hat es mir ehrlich schon damals auf der FIBO gesagt. Ich bin da auch keinesfalls sauer oder sonst was, ich nehme es eher mit Humor, weil es irgendwie lustig ist. Ja, immer diese, wo bleibt das Check-in, John, in jedem Stream damals, wisst ihr noch? Geschmeckt. Ja, ich habe mehr wäre drin gewesen, aber du hast gesagt, die drei Monate habe ich richtig durchgegeben und so halt. Weißt du, was ich meine? Bro, für mich, was war meine Motivation in alles dieser Sport? Einfach rausgekommen von meiner Ghetto wird geboren und das habe ich geschafft. Nee, man, der hat durch seinen Sport auch irgendwo so den Abstieg da geschafft, ne? Vom normalen Asylanten, Hilfsarbeiter, irgendwo an der Tür hat er gearbeitet viel, ich glaube immer noch ein bisschen nebenbei, hat er sich ein bisschen was durch seinen Sport aufgebaut und ermöglicht. Ja, der spendet auch jeden Monat Geld darüber zu sich in die Heimat. Ich finde das krass, also was er für eine Laufbahn hingelegt hat, top, sehr gut. Ich denke mal auch seine Familie und Freunde in Gambia, die sind auch alle stolz auf John. Weil ihr habt die Gambia-Vlogs gesehen, das ist andere Welt da drüben, ne? Das ist andere Welt, Mann. Ja, in dem Sinne, haltet eure Schnauze, lasst ihn in Ruhe. Der einfach hat, raus von dieser Ghetto in Afrika und jetzt bin geschafft. Ich hier und jetzt bin ich, weißt du, und wir sind im Bunker und trainieren und essen gleich Döner. Ich kann mich nur erinnern, als ich das letzte Mal mit John gedreht habe, er hat gesagt, wenn er 100% Gas gibt, kann er FPB-Pro werden. Ja, das hat er gesagt in Wuppertal im Subway, weiß ich noch. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ich habe schwarz auf weiß im Block. Ja, ja, ich, wenn, du hast gesagt, wenn du Gas gibst, kannst du FPB-Pro werden. Wenn ich Gas gebe, Bro, ich, das kann wenn, wenn John heute da ist, ich will heute erst mal die 170 versuchen, weil du kannst. Ich habe hier in dem Video mein PA gepackt mit 170 Kilo Schrägbank. Am Multipresse natürlich. Ich setze euch allein hier. Yeah. Heute versuchen wir 170 mit John, vielleicht sogar 180, mal gucken. Das ist meine Lieblingsmultipresse da im Bunker. Dann haben wir hier 315er, hier sind wir bei 140. Komm, easy. Eins. John, auch fucking stark, Mann. Easy. Weiter. Komm. Komm, 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 komm. Schwer. Schwer, ne? Und du willst 170 machen. Wir machen jetzt 170. Nächstes Mal machen, du machst das. Ich kann das nicht machen. Ich mach jetzt 170, ja. Brauch noch 2 15er. Du musst den mit Leon trainieren, dann passt. Nein, Leon ist nochmal andere Liga, der ist von einem anderen Planeten. Also ich habe gerade bei dir wollte ich helfen, das war sehr schwer von hinten. Aber ich glaube, du packst das. Ja, ja. Ist ja nur minimal. Ich sag dir, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich mache. Ich habe den Vlog komplett vergessen. Ich habe vergessen, was wir da gedreht haben. Ich habe nur dieses Döner-Video im Kopf. Das habt ihr, glaube ich, alle gesehen, wo wir Döner testen. Findet ihr auch bei Nillion auf dem Kanal. Das ist heute erschienen. Ich habe es vollkommen vergessen, dass das Video existiert. Also 4 bis 6. 4 bis 6 Wiederholungen wäre gut. 4 bis 6 habe ich mir vorgenommen. Alter.
Die gingen echt an dem Tag wie Butter. Es war aber auch ein bisschen John im Rücken. Wenn John so ein stabiler hinter mir steht, dann habe ich auch keine Angst. Das ist das, was Markus Rühl vorhin gesagt hat. Ja, man fühlt sich sicherer, man fühlt sich safe. Du weißt, einer steht hinter dir. Wenn was passiert, der greift ein. Alleine hätte ich vielleicht 6 Stück geschafft, weil der Kopf arbeitet dann anders. Und wenn der Kopf anders arbeitet, hast du auch nicht die Performance. Ist einfach so. 10 Wiederholungen. Wieder Rekord. 11. Ja? Oder? Elf. Ja. Jawohl. Augen fast geplatzt, aber 11. Krassi, Bro. Ich denke, du kannst 200 Kilo hier. Ja, war gut. Zweimal drucken, denke ich. 200 zweimal? Ja. Aber das ist mir zu riskant. Nee, da so Versuche machen wir nicht. Ja, bei mir ist so das Problem, wenn jemand so stark hinter mir steht, ich habe nie Angst. Ich habe auch keine Angst. Ja. Aber ich habe einfach keinen Bock auf Verletzung. Ja. Nicht, dass ich mir was abreiße, aber ja. Am nächsten Tag ja. Tut dann alles weh. Ja. Machst du einen mit 140? Boah. Oder 110? Ich kann runter machen und viel Wiederholung halten. Komm. Wie viel ist das? Danke dir, mein Lieber. Das Jersey habe ich aus dem Titan Fitness aus Alicante. Haben die mir zugeschickt, tatsächlich. Mit Nummer 91 und Bobber. 40. Mach 2 ab, dann hast du 110. Ja. Yeah. Dann gehst du auf Reps. Okay, let's go. Komm. Traktor aus Gambia. Marschiert. Jawohl. Sehr schön. Mit so einem richtigen Massetypen. Da ist richtig Fleisch drauf. Schön, weiter. Jawohl. Komm. Noch 3. Easy. Nicht stehen bleiben. Wir ziehen durch zusammen. Und letzter, direkt. Und hoch. Sauber, sehr gut. Stark. Jesus, man. Geil, Alter. Wieder ein neuer Rekord. Ich hab auch die 114 geknackt gestern. Also mehr als 140. Krass. Ich bin Fettsack. Wie fühlst du dich in Polen? Fühlst du wohl? Weil, muss man ehrlich sagen, du bist hier geboren, irgendwann. Ich bin ja hier geboren. Deutschland ist ja irgendwo mein Zuhause, ist ja klar. Das meine ich ja. Aber ich fühle mich, seitdem ich da bin, lebensqualitätmäßig viel wohler. So, und guck mal, die ersten 3 Monate, als ich umgezogen bin, ich konnte nichts machen. Ja. Wegen Prep. Ja. Ich war am Hungern, ich habe nicht mal was gesehen. Ja. Ich bin nur so durch die Stadt gelaufen, habe gesehen, ah, guck mal da. Ich weiß euch, wo ich ausgewandert bin, die ersten 2 Monate, ich habe nichts von der Stadt gesehen. Ich war nur im Gym, habe trainiert, gefressen, geschlafen, das war's. Da kann man lecker essen. Yeah. Zu meiner Freundin, so, da müssen wir auch hingehen. Yeah. Ich habe nichts gesehen, ich habe nur trainiert, gegessen, geschlafen. Gesundheit, René. Yeah. Und trotzdem war es gut. Und jetzt, seitdem die Prep vorbei ist, gehe ich auch in die Stadt, was essen und so. Aber Lebensqualität und einfach so, ich fühle mich da richtig wohl. Richtig, ich muss ehrlich sagen, ich wohne seit 11 Jahren hier. Und wo ich zurück war, in Gambia. Ich fühle mich besser in Deutschland, wie bei mir so, weiß. Ja, aber das ist auch übertriebener Unterschied, Deutschland. Ja, das ist das ja. Gambia kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Und ich meine, Polen ist ja fast dasselbe wie Deutschland, ja. Fast gleich. Also, was heißt fast gleich? Es ist halt Europa. Das ist halt, ich fahre hier 10 Minuten, bin ich in Deutschland. Ich brauche wirklich 10 Minuten bis zur Grenze. Konstantin, danke fürs Abo, mein Lieber, mache ich. Schon um Gambia und Polen und Gambia, und Polen und Deutschland ist ja auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist Europa so, ist ähnlich, ne? Ich bin ein richtiger Deutsch geworden, weißt du, viele Sachen nachmisst. Ja? Weißt du, wenn du falsch parkst und so, direkt ruf ich. Direkt Ordnungsamt, der John. Du bist laut. John wird bestimmt so ein richtig lustiger Opa. Stellt euch mal John vor, der ist so 60, 65, hängt am Fenster mit Decke und guckt immer, der sorgt da in der Nachbarschaft für Recht und Ordnung. Wenn einer falsch parkt, ruft er die Bullen, ruft Ordnungsamt. Der ist so, der hat schon so Schnellwahl, Kurzwahltaste im iPhone für Ordnungsamt, wenn einer Faxen baut. Ich rufe Polizei an. Sag mal, einer Nachbar spielt wieder mäßig. Nach das geht nicht. Ich muss morgen wieder arbeiten. Nach 22 Uhr Nachtruhe bei John. Ihr lasst das Satz, wäre cool, wenn wir so 80, 90 Wiederholungen machen. Digga, der hat hier 80 bis 90 Wiederholungen gemacht. Das war der schlimmste Satz meines Lebens. 80, 90? Irgend so ein Gambia-Power-Satz war das. 90 Wiederholungen? Wir machen 10, 10, 10, 10, 10. Bis 9 Sets. Ich mach dir nach. Ja. Aber brennt, ja? Wie heißt dieses Wasser in Polen? Negro, oder? Ah, hast du Speed geguckt, oder da war? Ich hab tot geleistet, sag Speed. Motznigas. Ja? Motznigas. Motznigas. Motznigas, kennt ihr, das ist, wo dieser Eisspeed in Polen war, der hat gestreamt. Und Motznigas heißt auf Polnisch stark kohlensäurehaltig, das Wasser. Ja? Es gibt Medium, Still, Kohlensäure. Es gibt in Polen nochmal so extra Kohlensäure. Das ist so richtig, das kannst du fast gar nicht trinken. Das heißt Motznigas.
Ja, Motzne heißt stark und Gas ist halt Kohlensäure. Wenn man schnell ausspricht, Motzne-Gas, dann entsteht ein Wort, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. John hat es aber ausgesprochen, deswegen bin ich da cool mit. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Heißt viel Kohlensäure. Cool, ja, wie gehört. Ja, weil der, Motzne heißt, nee, Motzne heißt stark. Yeah. Das macht gar keinen Sinn, das Video zu gucken, weil ich das, was ich euch hier in die Cam sage, sage ich auch im Video. Doppelt, Alter. Und Gas ist Gas halt, Kohlensäure. Ja, ja. Und muss niggas. Muss niggas. Ey, muss niggas live in Polen. Komm. Dropsatz des Todes. Digga, nach diesem Dropsatz, meine Brust war so voll. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 30 Satz. Okay. Jetzt fang die richtige Arbeit. Jetzt geht's los. Ja. Wie kann man seine mentale Stärke trainieren, zwecks Ernährung, Training, und hilft es dann auch in anderen Lebensbereichen? 100%. Ja, Bodybuilding macht dich zu einem disziplinierten Menschen und diese Disziplin kannst du natürlich auch in anderen Lebensbereichen anwenden. Was ich dir ans Herz legen kann, setz dir kleine Ziele und versuch die umzusetzen, zu erreichen. Jetzt nicht als Ziel direkt 5% KFA, sondern realistische Ziele, Step by Step, die du in Nähe erreichen kannst. Jetzt nicht, wo du ein Jahr hintrainieren musst oder ein halbes Jahr. Zum Beispiel, du sagst, ey, nächsten Monat will ich 2 Kilo leichter sein oder nächsten Monat will ich 5 Kilo mehr auf der Bank drücken. So leichte, realistische Ziele. Und die kannst du dir immer, weil ich finde, es ist allgemein wichtig im Leben, sich immer ein Ziel zu setzen, weil sonst lebst du vor dich hin. Du stehst jeden Morgen auf und hast kein Ziel. Selbst banale Ziele wie, ich will 200 Euro sparen, ich will 2000 Euro sparen oder ich will dann und dann in Urlaub fahren. Setz dir Ziele, egal was es ist, weil sonst stehst du morgens früh auf und, keine Ahnung, lebst für deinen Chef, weil du 5-mal die Woche da ackern musst, 8 Stunden. Das ist dann für die, es gibt, ey, ihr lacht, aber es gibt viele Menschen, das ist deren Leben. Ihr Sinn des Lebens ist, morgens früh aufzustehen, so ein Hamsterradleben führen. Und das ist nicht Sinn des Lebens, finde ich. Ja. 31. Wenn dir das unter die Gürtellinie geht, dann guck doch einfach nicht die Videos und den Content. Ich finde, es ist unterhaltsam, es ist lustig. Wenn es dir nicht passt, dann guck dir die Videos von Kai an, mein Lieber. Unter der Gürtellinie. Also ich halte mich noch bedeckt, wenn Heiko was homophobe Aussagen und so sagt, das kommt nicht von mir, das kommt von Heiko. 35. Und ich finde, Kai ist irgendwo selber schuld. Der gibt halt die besten Steilvorlagen. 37. Komm. 39, komm. 40. Komm. Der super Dropsatz aus Gambia. Junge, einfach 100 Wiederholungen. Komm. Du musst dir den Döner verdienen. Ja. Und letzter Durchgang. Ja. Abfahrt. Das muss man kontrollieren, ne? Die letzte. Der wurde auf einmal richtig ernst, der John, bei dem Satz. Nicht mehr, einfach nur noch hochballern. Ja. Mach komplett einen Lockout. Ja. Boom. Schön. Ja, einfach 2 Platten. Komm. Komm. Weiter. Weiter. Steakfleischdöner. Komm. Maschine. Nee, noch nicht. Ich muss mich noch in Verbindung setzen mit Kai. Ich mach das jetzt. Ich denke mal übernächste Woche, wenn es klappt, wäre geil. Alter. Die Woche packe ich das leider nicht mit Kai, aber darauf oder nächsten Monat sehr, sehr gerne. Ist ja nächster Monat dann schon, September. Noch 10, dann ist 100. Gambia 100 Rep Set. Respekt. Sehr schön. Ich liebe sowas. Man kriegt richtig geiler Pump. Wir haben aber einen guten Mix. Wir haben schweres Gewicht für mich. Und jetzt leichtes Gewicht oft. Ja. Und gleich wieder schwerer. Easy money, ja? 1, 2, 3.
49. 50, du. Das ist so ein ekelhafter Satz, Digga. Ja. Schlimme ist, ich hab nur ja. Pump im Trizeps. Ja. Schreib mir bitte nochmal, weil vor 2 Monaten habe ich keine neuen Coachings angenommen wegen meiner Wettkampfvorbereitung. Man sieht während des Satzes, wie ich auf einmal anfange zu schwitzen wegen den 100 Reps. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Einfach Popeye-Gesicht. Okay, Hugo. Wie schnell wechselst du das Gewicht? Ja? Ist so leicht, oder? Nein, alles gut. Ja. One. 5, 6, 7, 8. Waren, glaube ich, 6 oder 7 Drops. Von Full Stack haben wir angefangen. 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 Wiederholungen, Bruder. This is how you do it. Aber ist gut, eh? It sucks the muscle, ich platze. Da kriegt man einen anderen Pump. Andere Pump. Das war echt ein anderer Pump. Pump straight aus Gambia, Digga. Weil wir trainieren so in Gambia. Direkt. Warum? Weil wir haben keine... Ihr habt auch nicht viel. Sogar Pump im Latt bekommen, überall. Viel Gewicht da, ne? Wir haben nicht viel Gewicht, viel Gerede. Deswegen in jeder Satz, wir machen... Wenn ich das den Leuten hier erzähle, die denken, das kann nicht sein. Klar, ich habe einer gesagt, wir haben damals Kokapalisa Kniebeugen 5000 Wiederholungen. Die glauben nicht. Aber wenn man nichts was hat... 5000 Wiederholungen Kniebeugen mit eigenem Körpergewicht, ich glaube, das bringt auch was, ne? Das knallt auch. Dann da muss man immer Wege, was einfallen lassen, ne? Ja. Um den Muskel zu treffen. Da kann man sehen von damals, die Oldschool und heutzutage. Ja? Heutzutage kommt einer in Fitness und sagt, er will Rücken machen und muss diese komische Scheiße. Manchmal denke ich, die machen so. Das kannst du machen, wenn du fortgeschritten bist, aber am Anfang einfach trainieren. Ja. Fleisch draufpacken. Compound Movements. Genau. Weil, because of you, like for example, you have Dorian Yates. His lats is so big, ja, but feel, aber fehlt nur was hier, deswegen macht er so manche... Genau, Meißel. Ja, ja, ja. Und du siehst das im Internet und willst das genau machen. Nee, das geht nicht. Das Gerät ist so geil im Bunker. Problem ist nur, da rein und rauszusteigen. Aber es ist so ein geiles Feeling, Mann. Geil. Oh, die ist gut. Ist es. Boah, viel geiler als mit Hantel oder mit Kabel. Wenn ihr im Bunker seid, unbedingt dieses Gerät ausprobieren. Wer da Full Stack macht, keine Ahnung. Cool, fuck. Weißt du, was hier fehlt? Yeah. So ein Fuß, wo die hochgehen. Merkst du, Gefühl. So eine Einstiegshilfe wäre optimal noch. Ist krass, ne? Ja. Geht? Ja. Sehr gut. Geiles Ding. Ich habe noch in gar keinem Studio gesehen, sowas. Diese Polster sind ekelhaft, die brennen auch. Also auf der Haut, da machst du dir schöne Kratzer rein in den Bizep. It forces you. Bitte? It forces you to have Dinge, wie heißt. To, over, to stretch. Findest du gut? Ja, ja, das meine ich. Ne? Ja, du hast full range of motion. Ne? Aber überlebe. Sag mal nochmal in die Kamera, was du mir vorhin gesagt hast, was ich dir versprochen habe. Ich habe Ihnen ein Versprechen im letztes Jahr. Ja, ich war bei William daheim. Voll krass, weißt ich habe das total vergessen. Und wir haben, ich bin so einer, ich rede über Familie, über die Zukunft und so halt. Wenn Kamera aus ist, weißt du, ist das Leben sehr ernst und so halt. Und ich habe ihn daheim, er hat mich bei daheim zu ihm lassen, dass ich bei ihm schlafe. Das war so eine große Ehre für mich, weißt du, was ich meine? Und weil er hat mich nicht erkannt, so... Danke dir, Rafiki. So gut, er kennt mich nur vom das Internet. Das stimmt, wir haben uns ja nicht gut gekannt. Ja, ich habe ihn tatsächlich 1-2 Mal gesehen, dann haben wir zusammen trainiert und ich habe gesagt, ey John, du brauchst kein Hotel nehmen, wenn du in Wuppertal bist, du kannst einfach bei mir pennen. Hat er mit Paco auf der Couch hat er geschlafen.
Ja, und das, da bedankt er sich bis heute noch bei mir. Ja, was für mich in dem Fall selbstverständlich war, aber tatsächlich für ihn nicht, was ich sehr schätze an John, ja. Er bedankt sich bis heute noch bei mir dafür, dass er bei mir übernachten durfte. Und wir haben auf jeden Fall, wir haben die ganze Nacht uns unterhalten über alles Mögliche. Da waren echt geile Gespräche, haben wir geführt zusammen. Das macht leider, das macht nichts jeder und so, oder? Und das war mir so Ehregefühl, denn war ich sehr offen zu ihm, habe mit ihm über mein privates Leben und wir haben so viele Sachen. Er hat mir gesagt, John, ich mache dieses Jahr was. Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. Ich verspreche, da hast du schon angefangen, die Vorbereitung war schon an. Nee, im Januar habe ich die Vorbereitung. Wir haben im November gedreht oder im Oktober vor dem Mr. O, weiß ich noch. Und da habe ich Folgendes zu John gesagt, Alter, voll geil. Ich habe das total vergessen, aber John hat es mir dann gesagt, als wir uns hier getroffen haben. Ibo gesagt, ja. Nee, weiß da ich. Hast du angefangen mit Mr. Das war vor Mr. Olympia, was bei mir geschlafen ist. Ja. Und er hat mir gesagt, nächstes Jahr, ich mache den Surprise-Wettkampf. Ich sag niemand was, ich komme einfach, mache Wettkampf, baller ich alles, rasiere ich alles. Und danach hau ich auf mit Stoff. Mit ganz Sport, komplett. Stoff, alles. Ich hau mit Stoff. Komplett. Und mach nur Kappa, gib es mir Dennis. Genau. Das war mein Ziel tatsächlich, ja. Und jetzt hat sich's ein bisschen verändert. Naja, was will man machen, ne? Er macht keine Gewiss mehr. Er macht nur mit Dennis. Also zwei Versprechen habe ich gehalten. Surprise-Wettkampf, alles rasiert. Ja, also alles rasiert, das aber stimmt. Mit Aufhören hat nicht und bei geklappt. Mir war so, immer wenn ich daheim sitze und ich habe deine ganze Wettkampf verfolgt, ja. Immer wenn mein Kopf ist, die Junge nach das ist vorbei, er macht nichts mehr. Denn er habe ich ihn gesehen, er ist so groß, ich denke, hä? Du hast mir was versprochen. Weißt du, was ich meine? Das Versprechen kommt noch. Gib mir noch ein, zwei Jahre. Ja. Jetzt, wo es so Spaß macht, will aber ich noch weitermachen. Ich bin der Meinung, guck mal, du bist in den Wettkampf reingegangen. Dein Ziel war nicht die Pro-Karte zu holen. Spaß. Aber ich sag dir, was ich dir sagen will, ist so, your thoughts manifest your physical life. Mhm. Wenn du in deinem Kopf hatte, dass du die Pro-Karte holen, du würdest das holen. Ja. Weil der Kopf, da ist Power in the mind. You know, ja, 100%. Weißt du? Ja, ich hätte einfach weitergemacht. Ja, und wie man es gesehen hat, Jungs, die ich geschlagen habe, haben sich 3-4 Wochen darauf die Karte auf einem anderen Wettkampf geholt. Das war das, worüber ich mich abgefuckt habe, als ich schon aufgehört habe mit der Saison. Deswegen hätte ich mir das in den Kopf gesetzt, hätte ich so lange gemacht, bis die Karte da wäre. Und auf irgendeinem Hinterhof-Wettkampf hätte ich ihn dann geholt. Aber das machen wir nächstes Jahr, Freunde. Verspreche ich euch. Ich gebe Gas, werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich mit der Karte nach Hause komme. Weißt du, was ich meine? 100%. Weil you limit yourself. Ja. Du warst in Stage, aber du hast in deinem Kopf, das will ich nicht holen. Ich weiß genau, wenn ich jetzt, guck mal, wenn du jetzt so betrachtest, habe ich erst ab diesem Jahr 100% gegeben. Ja. Sonst, ich habe auch clean gegessen, aber oft mal Party gemacht, da mal eine Mahlzeit ausgelassen, da mal vergessen, da mal keine Beine trainiert. Ja. Und jetzt seit Januar wirklich alles zu 100%. Und dann siehst du auch, wie schnell man sich dann verändern kann in der kurzen und Zeit. Und Mindset ist everything. Mindset ist sowieso alles. Digga, was hast du gemacht? Ich habe viel Bier getrunken. Der hat ordentlich zugenommen, Alter. Auf der FIBO sah das noch anders aus. Ja, weißt du, im Sommer diese Radler ist geil. Radler ist lecker. Ja. Können wir gleich vielleicht zum Bier, zum Döner einen Radler? Ja. Ich lade dich ein. Ja. Der weitere Verlauf dieses Tages findet ihr bei meinem Halbbruder Nilja auf dem Kanal. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte. Wir gehen jetzt Döner testen. Und deswegen ist es Stella, wenn jemand uns unterstützen will, bei ISN Gebristigerei, Vater Rabatt, Code Rino oder Code William, kann man immer was speichern. Speichern. Oh Mann, ich liebe John, Alter. Ich liebe den Mann. No homo, der ist cool. John ist einfach, mit dem macht's Bock, ey. Egal wann ich mit John drehe, es wird immer ganz viel gelacht. Ganz viel Spaß hat man zusammen. Und wir hatten auf jeden Fall trotz des ganzen Spaßes ein wirklich intensives Training. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei. Denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in
2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.